Hallo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Fotografie-Abi. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich filme heute mit der GoPro. Und heute gibt es ein ganz spezielles Review von mir. Und zwar möchte ich euch vorstellen den neuen Sonos One. Ein Smart Speaker der besonderen Art. Und jetzt zeige ich euch mal das gute Stück. Hier ist es. Ja, was ist das? Was kann das? Für alle, die das nicht wissen. Ja, ich denke, ihr habt alle schon mal von Amazon Echo oder Amazon Dot und wie die ganzen Geräte da heißen gehört, die über den Sprachassistenten Alexa gesteuert werden können. Entschuldigung, ja, das weiß ich leider nicht. Das weiß Alexa natürlich nicht. Ich bin mir leider nicht sicher. Das Wort werde ich jetzt erstmal versuchen zu vermeiden, damit sie nicht jedes Mal anspringt. Aber wie ihr jetzt schon gesehen habt, ist in dem Sonos One eben die Sprachsteuerung von Amazon, welche mit A anfängt und mit XA aufhört, integriert. Und das macht ja das Musikhören ja zu was ganz Neuem, was ganz Besonderem. Aber dazu dann später mehr. Also ihr seht, ihr könnt von jedem, das ist jetzt am PC halt, geht aber oder funktioniert halt von jedem Gerät aus. Also ihr könnt es mit dem Handy steuern, mit iOS, mit Android, Windows Mobile wird unterstützt, Apple wird unterstützt, also iOS, alles funktioniert. Aber noch einfacher und noch bequemer, und das ist auch der Grund, warum ich mich für das Gerät entschieden habe, ist eben über die Sprachsteuerung. Diese funktioniert wirklich tadellos. Wir gehen jetzt mal auf Amazon. Ich gebe das mal ein. Und dann habe ich heute mit Erschrecken festgestellt, wie schlecht das Gerät bewertet ist. Es gibt 26 Bewertungen aktuell auf Amazon, davon 7 5-Sterne-Bewertungen. Meine wird dann die 8. sein oder die wie viel auch immer, denn von mir wird es auch 5 Sterne geben, auf jeden Fall. Dann haben wir 2 4-Sterne-Bewertungen, eine 3-Sterne-Bewertung, 8 2-Sterne-Bewertungen und 8 1-Sterne-Bewertungen. Ich habe ein bisschen drin rumgelesen, manches ist mir ehrlich gesagt einfach zu blöd. Aber dazu komme ich dann noch. Auf der Sonos-Seite selber wird das Ding natürlich ordentlich angepriesen. Und das zu Recht in meinen Augen. Ja, was soll ich sagen? Das Ding kann unglaublich viel und hat einen überragenden Sound für so ein kleines Teil. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, mir ein Echo zu kaufen oder ein Echo Dot zu kaufen und habe aber immer wieder gelesen, dass die Soundqualität eben nicht so toll ist. Bei Sonos weiß ich aber, da man diese Geräte ja gut testen kann in den großen Elektronikketten, Saturn, Mediamarkt und wie sie alle heißen, Auronics, kann man die testen und schon dort war der Sound, der war einfach Wahnsinn. Also ich war hellauf begeistert, was aus dem kleinen Ding rauskommt. Ja, ansonsten erzähle ich euch mal, wie ich zu dem Teil gekommen bin. Das war eigentlich eher Zufall. Es ging darum, wir wollten uns für die Küche ein Radio kaufen. Ja, UKW hat ja nur keiner mehr. Laptop aufstellen und Musik hören kann man machen, ist aber irgendwie beim Kochen irgendwie auch immer blöd. Sound ist auch nicht der beste. Also hatten wir uns überlegt, uns ein Internetradio zu kaufen. Sollte gar nichts Besonderes sein, sollte alle Radiosender oder unsere Radiosender, die wir gerne hören, abspielen können. Ja, da gibt es so viel Auswahl. Und da ist so viel Schund dabei, sorry, wenn ich das so sage, aber so viel Schund dabei von der Qualität her, dass ich mich anderweitig umgeschaut habe. Bin dann natürlich auf Amazon Echo gestoßen, ist ja ganz klar. Und alle, die da dazugehören, da kommt ja jetzt am 31.10. der Echo Plus raus, also der neue von Amazon, der dann auch telefonieren kann und sonst irgendwas.
Soll hier beim Sonos im Übrigen eventuell auch nachgeliefert werden. Aber davon abgesehen war das dann irgendwie so das, was ich mir vorgestellt habe, weil es einfach mehr kann. Und was es zum Beispiel kann, habt ihr ja bestimmt schon gesehen, der Werbetrailer von Amazon ist ja im Moment überall präsent, nicht? Also der liest euch Wetter vor, euren Nachrichten und dies und das und ja, eigentlich alles. Und das werden wir jetzt mal testen. Ich zeige euch das mal. Auch mal ein bisschen lauter, damit ihr die Gute auch hört. Alexa, wie ist das Wetter? In Bitterfeld-Wolfen beträgt die Temperatur 17 Grad bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute Nacht höchstwahrscheinlich Regenschauer mit einer Tiefsttemperatur von 10 Grad. Das Ganze funktioniert auch, während Musik läuft. Die Musik wird dann einfach leiser. Und dann erzählt sie euch das Gleiche. Ihr könnt nach Verkehr fragen. Ihr könnt fragen, wie ihr am schnellsten von A nach B kommt. Ihr könnt fragen, welches Lied gerade läuft, wenn ihr Radio hört oder einfach eine Bibliothek ablaufen lasst, also eine Playlist. Könnt ihr fragen, wer da gerade singt, welches Lied das ist, wie das heißt, sonst irgendwas. Was ein bisschen schwierig ist, sind die ganzen Musikdienste. Habt ihr ja hier wahrscheinlich schon gesehen, die man verknüpfen kann. Ich mache die hier mal auf. Also es gibt Apple Music, Spotify. Zu den beiden muss man sagen, die funktionieren im Moment noch nicht über die Sprachsteuerung mit dem Sonos. Spotify soll noch in diesem Jahr dazukommen für die Sprachsteuerung und Apple Music, ich glaube, Anfang nächsten Jahres. Beides nutze ich aber nicht. Und ganz ehrlich gesagt hatte ich vorher auch überhaupt gar keinen Musikstream-Dienst oder wie auch immer das heißt. Das hier ist Amazon Music. Das ist alle, die Amazon Prime nutzen, haben das mit dabei. Da sind allerdings nur in Anführungsstrichen 2 Millionen Songs verfügbar. Google Play Music, ja, ist wahrscheinlich, ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht so aus, das Pendant zu Apple Music. Dann gibt es Juke, kenne ich nicht, SoundCloud kenne ich, Deezer und TuneIn. TuneIn ist richtig gut. Alle Radiosender, die man sich denken kann, gibt es dort als Internetradio. Man sagt dann zu Alexa, starte Radio SAW. Radio SAW von TuneIn. Es läuft auf Mobil. Pures Wasser? Reiner Saft. Ach, alles nicht dein Ding? Dann hol dir doch Lichtenauer Fresh and Fruity mit dem frisch-fruchtigen Alexa, Geschmack von stopp. Himbeere, Pfirsich, Orange, Melone oder. Und das funktioniert mit jedem Radiosender, ich glaube, mit jedem, den man sich vorstellen kann. Also, da gibt es so viele Radiosender, das ist einfach abartig. Ja, und diese ganzen anderen Sachen, die ihr hier noch seht, hier, die gibt es auch noch. Ich habe sie nicht getestet, brauche ich auch nicht. Mir reicht TuneIn und ich habe im Moment ein Probeabo von Amazon Music Unlimited. Dort sind 40 Millionen Lieder enthalten, 40 Millionen. Und damit spiele ich im Moment rum. Das Abo läuft jetzt 30 Tage zum Testen. Ob ich das dann benutze oder nicht, weiß ich noch nicht genau. Im Moment bin ich so auf den Stand, ja, weil ja, also es gibt wenig Lieder, die ich bis jetzt dort nicht finden konnte. Also die findet das unmöglichste Zeug, wo ich auf meiner Festplatte oder auf meinem Stick oder in meiner CD-Sammlung, ich weiß nicht, wie lange suchen müsste, um das zu finden. Man kann quasi sagen, Alexa, spiele Lady Gaga. Zufallswiedergabe von Songs von Lady Gaga auf Mobil. Alexa, stopp. Und das könnt ihr mit allen möglichen Künstlern, Interpreten, Hörspiele, was weiß ich, ja, Filmmusik, also Soundtracks, alles. Also 40 Millionen, ich dachte erst 40 Millionen, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, 40 Millionen, das ist für jeden zweiten ein Lied, und so viel ist das gar nicht. Aber, also ich schaff's nicht, Alexa hier. Entschuldigung, Alexa. Keine Sorge. Ich schaff's nicht, sie da an die Grenzen zu bringen. Ist natürlich abhängig vom Streamingdienst, ist ja klar, Spotify hat, glaube ich, um die 35 Millionen Songs inklusive. Apple Music und so weiß ich leider nicht, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ja, verbunden ist das ganze System nicht über Bluetooth,
was mir wichtig war, weil Bluetooth hat ja nun nicht die tollste Reichweite und ihr müsst quasi das Gerät, von welchem ihr streamt, immer in der Nähe haben, sondern es streamt über WLAN. Das nutzt einfach euer WLAN zu Hause, was ihr habt. Dort wählt er sich ein in dieses WLAN-Netz. Er unterstützt im Übrigen kein 5 GHz-Netz. Warum auch immer, verstehe ich nicht ganz. Nur 2,4, aber es funktioniert fantastisch. Also das kann ich euch wirklich sagen, es funktioniert perfekt. Egal, wo ich das Ding hinstelle, das geht immer. Ich habe noch nicht einen Verbindungsabbruch gehabt. Natürlich, ich wohne jetzt nicht in einem dreistöckigen Einfamilienhaus, sondern in einer normalen, bescheidenen Mietwohnung. Aber wie gesagt, funktioniert hervorragend bis jetzt. Ja, wie bin ich zu dem Ding gekommen? Wie gesagt, wir wollten ein Internetradio kaufen. Das war mir alles nichts. Wir haben uns da öfter schon mal welche angeschaut. Entweder haben sie mich vom Klang nicht überzeugt oder die Menüführung war mir zu umständlich. Dann hatten sie keine Stream-Funktion, also man konnte nicht übers Handy streamen, sondern muss ein Kabel anstecken und dann dieses hier Suche auf dem Handy oder dort auf dem Gerät dann selber, wenn man ein bestimmtes Lied aus seiner Musikbibliothek sucht. Dieses Gesuche ist einfach nervig. Ist ja Wahnsinn, wenn man da, ich sag mal, jetzt 150 Ordner hat mit unterschiedlichen Interpreten, dann muss man die alle durchscrollen. Man kann dem Gerät halt nicht sagen, suche nach dem und dem, sondern man muss einfach per Hand quasi sich da durchseppen, wenn man so will. Diese Dinger hier mit der Sprachsteuerung, das ist natürlich, das ist, weiß ich nicht, eine Revolution. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Echo gehabt, hatte ich ja schon gesagt. Ich weiß auch nicht, was. Ich weiß nur, dass über Amazon Echo noch mehr möglich ist als hier, aber hier soll das alles nachgepflegt werden. Hier soll auch, es gibt ja auch Google Home, die ja auch so einen Lautsprecher haben wie Amazon. Das soll hier integriert werden Anfang nächsten Jahres. Ja. Also das Ding wird ständig geupdatet. Wenn man das einmal hat, ist man erstmal sehr, sehr gut aufgestellt, da ja das Ganze über eine Cloud funktioniert. Dessen muss man sich natürlich bewusst sein. Man redet, man spricht und das Ding hat ein Mikrofon. Das Gleiche ist aber auch bei jedem Smartphone, bei jedem modernen Fernseher, bei jeder modernen Smart-Fernbedienung für euren Fernseher, jeder Laptop hat heutzutage ein integriertes Mikrofon. Also die Dinger laufen sowieso immer. Man kann hier das Mikrofon deaktivieren. Ob das wirklich deaktiviert ist, weiß ich natürlich nicht. Also mit Datenschutz, keine Ahnung, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Mir war aber wichtig, nicht bei Amazon zu sein, sondern nur dieses ja, geniale Gimmick zu nutzen und den Sound eines solchen Gerätes zu haben. Also das ist wirklich irre. Ein weiterer Vorteil ist, man kann von Sonos, oder ich weiß nicht, ob es auch mit anderen Smart Speakern geht, das weiß ich wirklich nicht genau, kombinieren. Ich könnte mir jetzt noch so ein Gerät kaufen, dann hätte ich schon Stereo-Sound, ich könnte mir noch eine Playbar kaufen, dann hätte ich schon 2.1 und man könnte aber noch zwei kaufen, die nach hinten stellen und dann hätte man 5.1 Surround-Sound. Also hier ist so viel möglich, das ist ja verrückt. Ansonsten seht ihr ja selber, das Gerät ist völlig unscheinbar, sieht vorne aus wie hinten, ich wollte weiß, war mir wichtig. Hinten habt ihr nur eine Connect-Taste, also eine Verbindungstaste und den LAN-Anschluss. Das Stromkabel wird einfach hier unten eingesteckt. Der Stromverbrauch, wenn keine Musik abgespielt wird, soll bei 3 Watt liegen. Also nichts Dramatisches. In 30 Tagen kommen wir da auf 100 Watt. Wird das gar nicht verkraften. Ist jetzt nicht so wild. Man kann ihn natürlich auch ausschalten. Aber eigentlich, so habe ich es gelesen, auch hier in der Community, ist das Ding gedacht, dass das immer an ist. Was ich immer mache, ist das Mikrofon abschalten, wenn ich nicht mehr höre. Ja, und ansonsten hat das Teil seinen Platz in der Küche bei uns gefunden. Gestern zum Badetag, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, kam das Ding mit ins Bad. Und aus der Wanne raus steuert man. Das ist echt, das ist ein richtiger Mehrwert, sage ich mal. Man muss das natürlich nicht haben, ganz klar. Aber wenn man es hat, ist schon wirklich genial. Ja, Einrichtung. Da muss ich dann natürlich bei einigen hier bei Amazon, die so mies bewertet haben, die haben das Ding einfach nicht zu Ende gemacht. Die haben einfach abgebrochen mit der Einrichtung. Also über den Sonos Speaker beschwert sich überhaupt keiner. Das habe ich so überflogen. Der Sound ist bei allen genial. Also wäre ja auch ein Ding, wenn nicht. Aber es empfinden auch alle genial.
sind richtig zufrieden mit dem Sound, mit dem Design, mit der Aufmachung, mit der Touch-Bedienung hier oben. Also man hat hier keine Hardware-Button mehr, sondern Touchfelder, dass das Ding feuchtigkeitsresistent ist, also auf jeden Fall mit ins Bad genommen werden kann, man auch keinen Garantieanspruch verliert, wenn man ihn mit ins Bad nimmt und so. Man sollte ihn natürlich nicht in die Wanne schmeißen, das ist ganz klar. Hier ist ja ein Netzteil drin mit 220 Volt, das ist dann nicht zu empfehlen. Soll ziemlich krabbeln. Ansonsten, ja, einfach ein super Gerät. Über die PC-App gibt es auch für den PC natürlich, sagte ich ja, Windows Mobile, aber so genauso auch. Hier seht ihr zum Beispiel, was als letztes lief, ne? Als ich das Gerät gefragt und ihr gesagt habe, dass ihr das und das spielen soll. Und kann von hier meine Musik vom PC hören. Ich kann hier Radiosendungen starten und alles Mögliche. Wenn da Interesse besteht, einfach einen Kommentar. Dann zeige ich euch das mal mit einer Bildschirmaufnahme, wie das alles funktioniert. Ist alles relativ simpel. Das ging alles problemlos. Probleme hatte ich, so wie viele hier bei Amazon auch, mit der Einrichtung des Sprachassistenten, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Sonst geht das Teil wieder an. Das war wirklich etwas tricky. Das hat nicht so richtig funktioniert. Dann hatte ich ihn mal am Laufen, habe ihn dann vom Strom genommen, um ihn an seinen eigentlichen Platz zu stellen, dann ging das wieder nicht. Habe ihn dann wieder hierher geholt, habe dann wieder alles eingerichtet, muss dann durch Zufall irgendwie das gemacht haben, was man machen muss, damit das Ding funktioniert. Was das ist, sage ich euch gleich. Und schon lief das Ding wieder. Habe ihn wieder rüber in die Küche gestellt, an seinen Platz, wusste dann aber wieder nicht, wie ich das Ding aktiviert habe, weil es auch nirgendwo leider beschrieben ist und steht und ich das nur durch Zufall irgendwo gelesen hatte, dass man das machen soll, wenn man Smart Home Geräte zufügt, bei eben der Sprachsteuerung. Bin dann wieder zurück, habe es wieder eingerichtet, habe mir dann endlich merken können, was ich gesagt habe. Und gesagt habe ich dann einfach, als ich wieder in der Küche war, das Ding angeschlossen habe: Alexa, suche Geräte. Suche ist abgeschlossen. Ich habe ein Smart-Home-Gerät gefunden. Und wenn sie euch das bestätigt, dann könnt ihr das Gerät über die Sprachsteuerung nutzen. Das ist eine Sache, die man bei Amazon Echo nicht hat. Und deswegen wissen das wahrscheinlich auch viele nicht. Und ich, wie gesagt, ich muss ehrlich gestehen, ich bin nur durch Zufall drüber gestolpert. Es ist eigentlich so simpel, so einfach. Hätte man das irgendwo hingeschrieben, hier auf die Sonos-Seite, statt da hinzuschreiben, der neue Sonos One, Amazon, bla bla bla, direkt integriert und drunter noch geschrieben habe, sage dem netten Sprachassistenten, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, also diesen hier, suche Geräte. Und schon ist das Ding gegessen. Wenn ich ihr nämlich jetzt sage, Alexa, spiele Radio SAW auf TuneIn, Radio SAW von TuneIn. Es läuft auf Mobil. Alexa, stopp. So, dann seht ihr, dass es geht, ne? Und problemlos. Und man kann den aus dem Strom ziehen, geht in einen anderen Raum, lässt sie wieder suchen. Und sobald sie das gefunden hat, läuft die Karre. Und läuft halt richtig, richtig gut. Ich habe gestern mal ganz kurz die Lautstärke wirklich so aufgerissen bis an den Anschlag. Das ist brutal. Also, wo man sowas nutzt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist echt richtig derb. So, ich starte jetzt hier mal nochmal ein Lied auf meinem PC. Ganz einfach. Natürlich hätte ich... Ich glaube, ich nehme ein anderes. Weil mit der Musik bekomme ich keinen Ärger mit der GEMA oder sonst irgendjemanden. Denn die habe ich ja lizenziert. So. Alexa, Lautstärke 4. Alexa, Lautstärke 5. Alexa, Lautstärke 6. Also wie gesagt, der Sound ist bombastisch. Ich möchte nicht wissen, wie das klingt, wenn man noch einen zweiten hat und die beiden als Stereo-Paar kombiniert. Und ich habe hier den Bass schon runtergeregelt. Ich möchte ja nicht immer Ärger mit meinen Nachbarn haben. Ab und zu geht das ja mal, aber ständig muss das ja nur nicht sein.
ja, das ist natürlich so eine Geschichte, denn ne, das wummert ordentlich. Geht bis Lautstärke 10. Und das ist also für mich zu laut. Gibt natürlich da unterschiedliche Empfindungen. Auf jeden Fall, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sich ein Echo zu kaufen von Amazon oder ein Dot oder ein Google Home, auf jeden Fall kommt so ein Speaker auch von Apple. Überlegt euch das. Hier habt ihr megamäßigen Sound, wobei ich denke, dass Apple das auch sehr gut hinbekommen wird von der Qualität her. Ihr habt einmaligen Sound, ihr habt ein total offenes System, weil eben jetzt im Moment Amazons Sprachsteuerung drauf ist, es kommt Google Sprachsteuerung drauf. Es gibt jetzt schon 48 unterstützte Musikdienste, noch nicht alle mit Sprachsteuerung. Und Sonos selber macht auch gar keinen Hehl draus, dass sich die Alexa-App noch im Beta-Status befindet. Ich konnte keine aktivierten Video-Skills finden. Entschuldige Gehe bitte. In den Musik-, Video- und Buchbereich der Alexa-App, um den gewünschten Videoanbieter zu aktivieren. Verknüpfe dann dein Konto okay. Und schließe die Einrichtung ab. So. Also, da machen die gar keinen Hehl draus. Das ist in der Beta-Phase. Das ist auch das, wo sich viele bei Amazon beschweren, dass sie hier ein halbfertiges Produkt kaufen. Warum man das jetzt so schnell auf den Markt geschmissen hat, ich denke mal, das liegt einfach an der Konkurrenz. Aber ich finde, wenn man ein paar kleine Dinge beachtet, die man natürlich wissen muss oder zufällig rausfinden muss, dann hat man hier ein super Gerät. Also wer sowieso auf der Suche ist nach Internetradio oder sich ein Echo kaufen will, gerade wenn jetzt der neue kommt, das Ding kann alles, was der Echo eben auch kann, außer die Telefonfunktion, die aber eventuell nachgeliefert werden soll. Denn technisch kann es das Gerät auf jeden Fall, aber Amazon hat wohl noch nicht alle Funktionen für Dritthersteller oder Drittanbieter, was ja so in dem Fall dann ist, freigegeben. Ja, ansonsten, wie gesagt, bei Interesse, wenn ihr mehr wissen wollt über das Gerät, über die Einrichtung, wie das alles funktioniert, schreibt mir einen Kommentar und dann können wir gerne weitere Videos zu dem Gerät machen. Ansonsten wollte ich euch das Ganze einfach nur mal vorstellen, denn ich bin einfach hin und weg. Ich bin total begeistert von dem Teil. Echt klasse. Super Sache. Ja, und ansonsten denke ich, ist soweit alles gesagt. Sollte eigentlich nur ein kurzes Review werden. Ich befürchte, das ist schon ziemlich lang. Muss natürlich noch ein bisschen schnibbeln, ist ja ganz klar. Aber kriegen wir hin, denke ich. Und ansonsten, ja, bleibt mir wie immer nur euch eine schöne Zeit zu wünschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder gerne auch ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. So verpasst ihr keines meiner Videos. Bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, eine schöne Zeit und ciao.